Moinsen, in dieser Serie beschäftigen wir uns mit dem Nachbau eines Spieleklassikers, nämlich Flappy Bird. Dieser wurde bereits schon über 100 Mal kopiert, aber wir nutzen dafür diesmal das Framework libgdx, wie man, glaube ich, unschwer bereits im Hintergrund erkennen kann. Durch libgdx sind wir auch in der Lage, das Spiel am Ende zu Desktop, iOS und Android zu exportieren. Nachdem wir das Grundspiel auch fertig gemacht haben, werden wir uns im Nachhinein mit zusätzlichen Funktionen beschäftigen. Zum einen, wenn wir auf den Mobile Game Markt gucken, wäre es da die Google Play Services mit den Online Highscore und den Achievements, außerdem mit der Werbung AdMob oder einer anderen von einem Drittanbieter, die wir auch einfach in das Spiel integrieren können. Dann darf natürlich auch das In-App-Käufe-System nicht fehlen, womit die Nutzer die Werbung immer wegkaufen können für einen kleinen Preis. Und zu guter Letzt würden wir uns natürlich auch noch mit Schönheitsidealen beschäftigen, zum Beispiel dem Parallaxing, oder würden uns auch mit der libgdx-Physik auseinandersetzen, die dann uns Kollisionsabfragen abnehmen kann. Wenn dich das alles interessiert und ich hoffe, das tut es, dann bleib doch dran. Wir werden auch hier keine unnötigen Reden schwingen und fangen einfach direkt mal an. Wir beginnen mit dem Herunterladen der Setup-Datei. Mit der URL aus der Beschreibung drückt ihr einfach auf den großen Button hier Download Setup App und sagt einfach Datei speichern. Somit haben wir den ersten Schritt bereits abgehakt. Nach Abschluss des Downloads erhalten wir eine kleine Java-Datei namens GDX Setup. Diese legen wir jetzt an einen beliebigen Ort, wo wir sie immer wieder finden, weil für jede neue Projektanlage benötigen wir sie. So, nach dem Öffnen der Java-Datei werden wir dann diese Oberfläche sehen, wo wir den Namen unseres Spiels eingeben können, was wir jetzt einfach mal Flappy Bird Clone machen. Unser Package wird ein DE Tutorial Flappy Bird.clone. Hier können wir auch noch die Main Class unseres Spiels nennen, weil wir uns hier ein bisschen Android-lastig handeln, nennen wir sie einfach Main Activity. Ansonsten können wir hier noch einen Pfad angeben, wo das Spiel hingepackt wird. Bei mir liegen die alle unter Documents, Android. Und dann schreiben wir hier einfach Flappy Bird Clone hin. Hier ist der Pfad eures Android SDK. Nachdem ihr es einmal eingestellt habt, ist dieser Wert eigentlich immer korrekt gesetzt. Und hier lassen wir einfach alle Haken dran. Für einen HTML im Export würden wir zwar nicht unbedingt brauchen, könnten wir aber trotzdem tun. Ansonsten hier unten gibt es noch zusätzliche Funktionen. Wir lassen hier den Haken bei Box2D, weil wir den später für unsere Physics von libgdx nochmal benötigen würden. Dann können wir hier noch einstellen, ob wir halt Kotlin benutzen wollen. Aber da wir uns hier auch an Java halten, weil libgdx unterstützt Java sowie Kotlin, so ein bisschen Android-lastig, wie gesagt. Aber ich fühle mich in Java dann doch ein Tick wohler. Von daher werden wir dies in Java machen. Ansonsten sagen wir jetzt einfach Generate, sagen einfach ja, passt schon. Und das Programm erzeugt uns jetzt unseren Projektpfad. Beziehungsweise erstellt unser Projekt in den Projektpfad. Das kann eine Sekunde dauern. Und danach müssen wir dieses Projekt nur noch in Android Studio importieren und können mit der Bearbeitung beginnen. So, nach ein paar Sekunden war das Projekt dann auch erstellt.
Jetzt können wir unsere Oberfläche wieder zumachen und sehen uns gleich im Android Studio Launcher. Oh, hier zurück im Android Studio Launcher, wo wir die Möglichkeit haben, ein bestehendes Android Studio Projekt zu importieren. Diese Funktion nutzen wir natürlich und werden hier aufgefordert, unser Projekt zu suchen. Ich habe mal den Pfad vorbereitet und wie wir sehen, werden die Projekte jetzt auch schon mit einem Android Studio Symbol angezeigt. Wir drücken einfach OK und das Programm fängt an, das Spiel bzw. das Projekt zu importieren. So, unser Projekt wurde nun im Android Studio geöffnet. Wir sehen hier unsere Main Activity Class, die wir am Anfang definiert haben. Diese zeigt aktuell nur ein Bild an. Das ist aber alles noch nicht so wild und so wichtig, denn wir werden hier unsere Änderungen vornehmen, denn wir befinden uns auch hier im Core-Ordner. Alle weiteren vier Ordner heißen ja auch Android, Desktop, HTML und iOS, sind dann die spezifischen Ordner für die Exporte zu den jeweiligen Plattformen. So, damit hätten wir Schritt 1 komplett abgehakt und wir beginnen jetzt, unseren Flappy Bird Klon zu programmieren. Das werden wir allerdings im nächsten Video tun. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns bis dahin.